Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir haben noch mehr Diskutanten nachher auf dem Panel, denn wir haben auch Vertreter der Politik hier. Wir sind sehr froh, dass Sie uns unterstützen. Wir haben unsere Bildungsministerin Doris Ahnen da. Wir haben den Oberbürgermeister, der... Ja, Sie dürfen klatschen, selbstverständlich. Den Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Michael Ebling. Wir freuen uns auch, dass Engel... Ja, okay. Ich wollte so in dem Tempo von dem Film bleiben, aber das wird nichts. Den Dr. Engelbert Günster, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und den Matthias Reinhardt begrüße ich auch als Hausherrn, der gleich auch das erste Grußwort sprechen darf. Generell bei Ideas Invest treffen Gründer und Vertreter von Venture Capital aufeinander. Die Venture Capital Vertreter wurden eben schon vorgestellt. Wir freuen uns hier auf einen regen Austausch und auch viele Informationen. Es wird zu der Veranstaltung einen Live-Ticker geben. Der besteht sogar schon. Es wurde auch schon was getickert. Das ist auf der Seite der AZ. Das wird gleich eingeblendet von Markus. Hervorragend, genau. Daran können Sie sich aktiv beteiligen, und zwar über Twitter und über Facebook. Und da benutzen Sie bitte den Hashtag, den Sie auch auf Ihren Kärtchen finden, Ideas and Invest. Ein Hashtag, also ist mit der Raute gekennzeichnet, ein Suchbegriff. Ich denke, vielen wird es ein Begriff sein. Dann wird ein Kollege, der bei uns in der Verlagsgruppe Rhein-Main sitzt, wird es dann da reinsteuern. Und dann, genau, sieht das so. Das da hinten, das bin ich, ja, ich habe schon live getickert, während Sie hier sitzen. Also, ja, Technik, wunderbar. Genau, und bei all den Vertretern aus der Venture-Capital-Szene, aus der Politik, über die wir uns sehr freuen, ohne die Veranstaltung nicht das wäre, was sie jetzt geworden ist, haben wir durch eine wichtige Zielgruppe, die heute auch vertreten ist, zumindest zum guten Drittel, wie ich in der Anmeldungsliste gesehen habe, nämlich die jungen Kolleginnen und Kollegen von den Startups, die nachher in den Pitches sind, also auch die sind heute hier, mindestens irgendwie 20, 25 Firmen in der Summe, und da freuen wir uns sehr drüber. Herzlich willkommen euch allen. Und was mir ganz wichtig am Herzen liegt, ist, es ist ja eine gemeinsame Veranstaltung vom Startup-Netzwerk und der Initiative der Mainzer Medienwirtschaft. Und diese beiden Initiativen bestehen ja aus vielen Mitgliedsfirmen, in der Summe wahrscheinlich auch knapp 40. Und ohne diese Mitglieder wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Man hätte auch in der Vorfeld der Organisation der Teilnehmerakquise nicht so gut geklappt. Und ich möchte auch Sie alle begrüßen, jetzt nicht einzeln, sonst bin ich eine halbe Stunde beschäftigt. Aber viele von Ihnen sind da, insofern auch Ihnen herzlich willkommen. Wir haben nämlich noch zwei ganz besondere Startups hier. Die beiden Kolleginnen und Kollegen, die für die Verpflegung zuständig sind heute. Das ist einmal der Nils von iLike. Da gibt es alles, was kalt ist. Ich habe sogar gesehen, es gibt Bier. Ist das so, Nils? Nein, okay. Und die Julia von Juliliebe. Da gibt es Kaffee und sehr, sehr leckere Cake Pops. Also auch da, sie tun was Gutes für die Mainzer Wirtschaft und unterstützen diese beiden Startups, wenn sie sich dort nachher oder während der Veranstaltung mit Getränken versorgen. Und passend zum Thema Essen auch noch, wir haben zwei WCs, weil wir häufig gefragt worden sind, links und rechts. Von meiner Seite aus gesehen links die Damen und rechts die Herren. Wenn also quasi da Bedarf besteht, ist es für alles gesorgt. Wunderbar. Danke. Bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, haben wir noch ein paar Grußworte. Als erstes darf ich den Hausherren zu mir bitten. Das ist Matthias Reinhardt. Besten Dank. Genau. Matthias Reinhardt ist Managing Director hier bei der United Digital Group und seit 2011 beheimatet die UDG. Sagt man UDG? Ja, UDG. Wunderbar. 9 Gründeragenturen unter einem Dach. Ich denke, du wirst da was zu sagen? Ja. Ja, herzlich willkommen hier im Weinlager. Wir freuen uns super, dass die Veranstaltung heute hier stattfinden kann und unterstützen das sehr gerne. Ich darf Sie im Namen der United Digital Group, auch meiner Geschäftsführungskollegin Susanne Bussard, selber übrigens Serial Entrepreneur, macht gerade, glaube ich, ihr drittes Startup nebenher, so in Nebentätigkeit quasi, hier begrüßen. Und ja, wir unterstützen das gerne und ich möchte ganz kurz was zum Motto sagen und auch ganz kurz zur Geschichte, weil wir fühlen uns ja selber als Startup, als UDG. Ich habe mit Tilman Au 1998, also vor ziemlich langer Zeit, die geniale Idee gehabt, dass man was mit Internet machen könnte. Und das haben wir dann auch getan, aber wir haben damals im Grunde nur die Idee gehabt und wir haben nichts investiert und das liegt vielleicht auch daran, dass es damals solche Veranstaltungen wie diese nicht gab. Wir haben im Grunde nur Herzblut, Schweiß, viel Zeit, viel Spaß investiert und haben dann hier über 10 Jahre
den größten Internetdienstleister in Rheinland-Pfalz aufgebaut. Und dann erst sind wir auf die Idee gekommen, mal mit Investoren zu sprechen. Also hat ein bisschen länger gedauert, bis wir die Idee hatten. Und haben dann eben mit Hilfe eines Investors und 8 anderen Agenturen die größte Digitalagenturgruppe in Deutschland formiert, mit jetzt 650 Mitarbeitern an 12 Standorten, die Unternehmen quer durch die digitale Transformation mit allen Services, mit allen Beratungsleistungen unterstützt. Und insofern, bei uns hat es etwas länger gedauert, ich hoffe, dass die Startups, die heute hier sind, ganz schnell dann heute den Investor passend zu ihrer Idee finden und wir dann von diesen Startups noch ganz viel hören. Und ja, so viel von meiner Seite. Ich wünsche eine tolle Veranstaltung, gute Gespräche, gute Diskussionen und viel Spaß hier im Mainzer Weinlager. Danke. Ja, die Ulla Niemann hat es schon angekündigt. Wir freuen uns besonders, dass wir, als wir die Veranstaltung geplant haben, relativ schnell hochrangige Unterstützung durchs Land Rheinland-Pfalz bekommen haben. Und das Thema Gründen ist ja elementar verknüpft mit dem Thema Studieren und Ausbildung, weil meistens im Grunde an einer Ausbildung, ein Studium eine Gründungsidee anknüpft. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir heute eine der renommiertesten Bildungs- und Kulturpolitikerinnen des Landes, der Bundesrepublik Deutschland eigentlich schon, bei uns haben. Und freue mich sehr, dass Sie auch heute die Veranstaltung in Diskussion bereichert. Jetzt aber mit dem Grußwort glückt Doris Ahn, herzlich willkommen. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich finde, dass die Initiative zu dieser Veranstaltung durch das Start-up-Netzwerk und durch die Initiative Medienwirtschaft hat mich unglaublich gefreut, dass die AZ als Partner dabei ist, weil ich glaube, dass das wirklich nochmal einen richtigen Push auch für die Diskussion hier in der Region geben kann. Und das will ich gerne unterstützen. Und in der Tat, Gründung und Ausgründungen, das ist ein Thema, das beschäftigt die ganze Landesregierung, aber das beschäftigt in besonderer Art und Weise natürlich auch die Bildungs- und Wissenschaftsministerin. Weil wir das eben in dem Film so schön gesehen haben, kluge Köpfe brauchen wir. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen gute Ideen, aber wir brauchen natürlich auch Umsetzungsstrategien, damit das am Ende auch tatsächlich erfolgreich funktionieren kann. Und da fühle ich mich so entlang der ganzen Kette gefordert. Es ist so, dass Selbstständigkeit, wenn wir ehrlich sind, bei uns nicht so ein weit verbreitetes Leitmotiv im Kopf gerade auch junger Leute ist. Ich sag mal, wenn Kinder und Jugendliche das bei ihren Eltern erleben, dann hat das immer schon eine gewisse Funktion, aber das ist ja nicht die Mehrheit und insofern geht es natürlich darum, gerade auch diesen Gedanken von Selbstständigkeit jüngeren Menschen nahezubringen. Für mich gehört ein zweites dazu, machen wir uns nichts vor, wir sind ganz besonders auch auf Ausgründungen aus dem Hightech-Bereich angewiesen und wir stehen in Rheinland-Pfalz bei den Gründungen insgesamt eigentlich sehr gut da, aber wir haben in dem Hightech-Bereich Nachholbedarf. Und insofern ist das natürlich eine Frage, die in der Tat aufs Engste auch mit der Frage verknüpft ist, wie interessieren wir junge Menschen für Technik, wie ermöglichen wir zum Beispiel auch technisch-naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftliches Studium und was können die Hochschulen dazu tun, dass dieser Gedanke der Selbstständigkeit erhalten oder während des Studiums geweckt wird und wie können wir dann auch Interessierten Hilfestellung geben im Sinne von Rahmenbedingungen. Ich denke, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Was man sicher feststellen kann, es hat gerade einen Ländercheck Gründungen gegeben vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Nun muss man immer vorsichtig sein beim Vergleichen und man muss auch aufpassen, dass man sich nicht immer nur die guten Dinge raussucht, aber sagen wir es mal so, in diesem Ländercheck ist eigentlich dem Land Rheinland-Pfalz, was die Gründungsaktivitäten in den Hochschulen und aus den Hochschulen heraus angeht, ein gutes Zeugnis ausgestellt worden. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass wir in den letzten 10 Jahren doch eine gute Kette aufbauen konnten, die schon über zum Beispiel Gründungsprofessuren, über Professuren, die sich insbesondere in besonderer Art und Weise mit Unternehmen befassen, über unsere Technologietransferstellen bis hin zu den Gründungsbüros, die wir jetzt an den vier großen Universitätsstandorten in Rheinland-Pfalz haben, dass das doch gewirkt hat. Ich gehe davon aus, das Gründungsbüro ist wahrscheinlich heute hier auch irgendwo vertreten, hoffe ich zumindest. Denn das ist natürlich gerade auch für die, die versuchen, diesen Übergang aus der Hochschule in die Selbstständigkeit zu organisieren, heute eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Insofern, wir haben nachher noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass die Leute hier zusammengebracht worden sind. Ich glaube, neben all dem, was man an Rahmenbedingungen leisten kann, all dem, was man an Netzwerken braucht, zusammen mit der IHK,
zusammen mit privaten Initiativen, zusammen mit Gründungsbüros, es eben wichtig ist, auch die Leute unmittelbar zusammenzubringen, so wie heute eben Unternehmen und auch Start-ups und Vertreter des Kapitalmarktes, um direkt miteinander in den Kontakt zu kommen. Und deswegen wünsche ich dieser Veranstaltung von Herzen alles Gute, gerade auch hier in der Region Mainz. Ich sage es dann nochmal dazu, das ist den allermeisten nicht bewusst. Wir sind hier an einem Standort zu Gast, treffen uns, an dem eine der Universitäten ist, die von ihrer Größe her immer unter den ersten 10 bundesweit laufen. Und wenn man die Fachhochschule, oder man muss korrekterweise sagen, die Fachhochschulen in Mainz dazu nimmt, haben wir hier einen wahnsinnig großen Wissenschaftsstandort mit einem erheblichen Potenzial. Und wir sind vor allen Dingen auch eine Medienstadt. Und das alles zusammengenommen sollte eigentlich ein gutes Pflaster, ein guter Boden dafür sein, dass hier erfolgreich Gründungen und Ausgründungen funktionieren können. Also nochmal alles Gute für die Tagung. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Ahnen. Jetzt hat der Herr Ebling das gar nicht mehr so leicht, noch was zu ergänzen. Ne? Also wir haben jetzt schon gehört, wie toll Mainz ist. Ja. Mal sehen, ob es jetzt noch toller wird. So, ja. Das wissen schon alle jetzt, nachdem das die Frau... Ich kann aber der Forschungsministerin und Wissenschaftsministerin noch was Forschungsaffines sagen. Ich habe nämlich gelesen, dass der Mensch am Tag 60.000 Gedanken hätte. Davon seien allerdings, sagt auch die Forschung, nur 3% nützlich. Und der Rest landet auf Facebook. Aber immerhin bei 16, der Rest landet auf Facebook, das ist schon mal klar. Das können wir dann nachlesen. Aber von den 16, das war sein Gag, war sein Joke hier. Habe ich nur gecovert eben. Und aber immerhin, ich meine, ich kann ja ein bisschen rechnen, Dreisatz ist ja 3%. 3% sind ja dann immerhin noch rund 1.800 Gedanken, die dann nützlich wären. Das wäre noch verdammt viel für so einen Tag, für so einen ganz normalen Tag. Heute werden Sie viel mehr gute Gedanken haben, das weiß ich. Ich will Sie herzlich begrüßen in der Stadt, in der auch ein gutes Gründungsklima herrscht. Das darf man sagen, wenn man hier so rüberschaut, wer alles da ist. Das darf man sagen, weil hier Netzwerke gut funktionieren. Und das darf man sagen, weil die Zahlen dafür sprechen. Wir gehören nicht zu denen, die jammern müssen. Wir haben bei den berühmten Indizes, die schon angesprochen worden sind, immer den Daumen sehr weit nach oben, und zwar im zweistelligen Prozentbereich, wenn es um Zuwächse geht bei Start-ups. Das macht uns froh, das macht uns stolz. Aber wir wissen natürlich auch, dass man dafür auch weiter arbeiten muss und networken muss. Zugegeben, das berühmte Facebook, das ist sicherlich irgendwo in den USA erfunden worden, aber ich bin sicher, die analoge Form des Facebooks, die muss hier in Mainz und Rheinhessen entstanden sein, weil nirgendwo mit mehr genetzwerkt, geredet und miteinander sozusagen zusammengeschafft. Das ist unser Menschenschlag eigen und ich glaube, das ist zumindest wissenschaftlich nicht zu behaupten, aber von mir einfach zu behaupten, eine der Erfolgsfaktoren. Der andere ist eben angeklungen, es hat etwas mit dem Thema auch unseres Wissenschaftsstandortes zu tun. Wir haben hier inzwischen eine Forschungsdichte mit den Einrichtungen alleine, mit der wir uns mit München messen dürfen. Das verdanken wir einer erfolgreichen Wissenschaftspolitik und das merkt man in dieser Stadt. Und wir haben natürlich auch hier in dieser Gegend eine Aura von Veränderung und von Umbruch. Das merken Sie, wenn Sie es schaffen, hier auch nochmal aus dem Fenster zu gucken, falls das Programm mal 2-3 Sekunden lang nicht so attraktiv sein sollte hier vorne, dann merken Sie das, dass Sie nicht nur auf den Rhein schauen können, sondern auf ein neues expandierendes Stadtviertel, das auch viel von dem rübernimmt und auch Ausdruck von dem, was in dieser alten, aber doch verdammt jungen Landeshauptstadt Mainz im Moment auch passiert. Und das alles zusammen sind sicherlich eine Reihe von guten Faktoren. Ich will den Initiatoren ausdrücklich nochmal an der Stelle danken. Wenn ich es jetzt nicht mache, werden die zu bescheiden sein, es sich selbst zu tun. Das ist der Vorsitzende von Startup hier und das ist das Mediennetzwerk mit Frau von der Gröben, die das koordiniert. Hier passiert also eine Menge, hat aber auch Gesichter und hat aber auch Namen und hat viele Akteure. Darüber freuen wir uns. Und in einer Stadt, in der die bedeutendste Erfindung der Neuzeit gemacht worden ist, nämlich Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern in Klammern, der hatte nicht so viel Glück mit seinen Investoren damals, um nicht zu sagen, der flog damit ziemlich auf die Nase. Aber die Erfindung bleibt prägend. Sie werden jetzt heute beweisen, dass man das besser machen kann. Gute Ideen, die die Welt nach vorne bringen, den Menschen nutzen und dazu noch Leute finden, die mit dem Geld ein bisschen anständiger umgehen, als das damals der böse, böse Herr Fust war. So zumindest halten wir die Mehr heute noch aufrecht, ist, glaube ich, aber auch immer noch historisch belegt. Ich will Sie herzlich willkommen heißen, wünsche Ihnen anregendes Klima, das haben Sie hier, wünsche Ihnen interessante Personen, die sehe ich hier, insofern kann es nur ein guter Tag werden. Dankeschön.
Ja, und wenn man dann schon so weit ist, ein Unternehmen zu gründen, dann kommt man relativ schnell mit jemandem in Kontakt, außer Mama, Papa und der Bank vielleicht, nämlich mit der IHK, der Industrie- und Handelskammer. In Rheinland-Pfalz kann ich aus eigener Erfahrung sagen, oder in Hessen funktioniert das erfreulich gut bei allem, was man sonst immer hört, weil A ist zum einen die Kammer mit den fast niedrigsten Beitragssätzen in der ganzen Bundesrepublik ist und weil hier auch ein erstaunlich umfangreicher Service für Gründer geboten wird. Deswegen freue ich mich, dass wir heute den Präsidenten der IHK für Rheinhessen bei uns haben, Dr. Günster, und möchte Sie auch für ein kurzes Grußwort auf die Bühne bitten. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, Herr Oberbürgermeister, Herr Reinhardt als Gastgeber. Zuerst mein Dank natürlich an die Initiatoren, die diese Veranstaltung zusammengebracht haben. Dann will ich mal bei den pfiffigen Ideen, Herr Oberbürgermeister, ansetzen. Von Jürgen Rüttgers, glaube ich, stammt der Spruch: Es kann doch nicht sein, dass man für eine pfiffige Idee keinen Kredit bekommt, wohl aber für Omas Grundstück. Also das hoffe ich, dass wir das heute hier widerlegen können, denn das ist so ein bisschen das Motto auch dieser Veranstaltung, dass eine pfiffige Idee, die natürlich gechallenged werden soll und die natürlich auch auf Herz und Nieren zu prüfen ist, aber dass sie am Ende wesentlich mehr Potenzial in der Zukunft haben könnte, als eben das Grundstück der Oma zu beleihen. Ich greife auch gerne, vielen Dank für die Blumen, dass die IHK sich engagiert. Das ist in der Tat so. Wir haben 2002 hier in Rheinland-Pfalz von inzwischen 33 Starterzentren das erste in der IHK Mainz errichtet. Inzwischen gab es, wenn wir schon bei Zahlen sind, die Zahl habe ich mir gemerkt, 65.000 Erstkontakte mit Gründungswilligen in diesen 33 Starterzentren, die sich in Rheinland-Pfalz gebildet haben. Und das Ganze hat natürlich auch ein durchaus positives Ergebnis. Frau Ministerin hat es schon gesagt. Die Gründerszene ist in Deutschland, oder sagen wir mal so, der Grad der Selbstständigkeit ist sicherlich unter dem europäischen Durchschnitt. Aber wir in der Region heben uns da doch ein bisschen heraus. Auch hier ein paar Zahlen, 2013, die habe ich noch im Kopf, hatten wir im Bundesgebiet 0,4% Rückgang an Start-ups, in Rheinland-Pfalz nur 0,1%, allerdings in Rheinland-Pfalz oder hier in der Region, besser gesagt, fast 3% Zuwachs und in Mainz über 12%, Herr Oberbürgermeister. Das ist doch ein gutes Zeichen und das brauchen wir auch. Gerade verlässt uns ja ein Leuchtturm, der seit 30, 40 Jahren hier war, Richtung Frankfurt. Ich spreche von der IBM. Da brauchen wir natürlich in diesem technologischen Bereich einiges, was hoffentlich nachwächst. Und die Unternehmen, die hier vertreten sind, die werden sicherlich dazu beisteuern. Die IHK, vielleicht auch noch ein kleiner Werbeblock für uns. Neben dem Starterzentrum machen wir natürlich ganz viel. Es gibt die Startermesse, gibt diverse andere Veranstaltungen und diese reiht sich hier nahtlos ein. Auf einen besonderen Umstand will ich auch noch hinweisen, man muss nicht immer selber gründen, man kann sich auch mal umschauen, was es denn so gibt, dass man weiterentwickeln kann. Wir werden bis 2018 nur im Gebiet Rheinhessen etwa 1000 Unternehmer verlieren, die in den Ruhestand gehen und ihr Unternehmen gerne übergeben würden. Wenn die nicht weitergeführt werden, stehen ca. 3000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deshalb haben wir vor ein paar Monaten von der IHK den ehrenamtlichen Transferlotsen eingerichtet, an den man sich wenden kann, der hilft, zwischen dem Übergeber und potenziellen Übernehmer auch zu vermitteln. Auch das könnte eine tolle Chance sein. Und vielleicht ergreifen Sie das. Wir bieten jedenfalls gerne die Beratung und so ein Rundum-Sorglos-Paket an von der Kammer. Für die heutige Veranstaltung wünsche ich natürlich auch, dass nicht nur rundum sorglos diskutiert wird, sondern dass ein paar ganz konkrete Matchings herauskommen. Das ist ja der Grund, warum wir hier alle zusammengekommen sind. Ich denke, es wird hoffentlich zwischen den Wagniskapitalgebern und den vielen potenziellen Startups gute Gespräche geben. Das wünsche ich mir jedenfalls. Und auch hier darf ich noch mal jemanden zitieren, der mir eben eingefallen ist. Konrad Adenauer hat immer gesagt, wenn es mal kritisch wurde: Kritiker haben wir genug, wir brauchen Ermutiger. Also, liebe Kapitalgeber, ermutigen Sie die jungen Leute und tragen Sie damit zu einer guten Veranstaltung und einer weiter blühenden Zukunft in Mainz bei. Dankeschön. Ja, vielen Dank an alle Damen und Herren für die Grußworte, vor allem für die aktive Unterstützung der Veranstaltung und auch, dass ich an die sportliche Zeitvorgabe gehalten wurde. Das habe ich auch nicht immer so erlebt. Insofern vielen Dank.
Und wir möchten mit der ersten Diskussionsrunde einsteigen. Als wir uns mit der Konzeption der Veranstaltung beschäftigt haben, war für uns relativ schnell klar, wir möchten diese Pitches in den Mittelpunkt stellen, aber wir möchten auch darüber sprechen, was sind die Rahmenbedingungen am Standort, wie sind diese derzeit, wie kann man diese verbessern und möchten da auch eben die Branche zusammenbringen, also Venture Capital, Geber, Vertreter der Startup-Szene und eben die Politik, um zu schauen, was gibt es dort noch am Potenzial. Und wir haben das schon gesagt, eines der Hauptthemen ist eben Studieren, Bildung und der Start in diese Existenzgründungsphase. Und deswegen beschäftigt unser erstes Diskussionspanel auch genau mit diesem Thema. Wie kommen wir aus dem Studium heraus in eine Gründungsphase? Und ich möchte dort jetzt unsere Mitdiskutantin begrüßen. Als erstes Doris Ahn, wir haben es schon vorgestellt. Dann weiter in der Runde. Genau, der Jens Moritz wird auch einer unserer Ermutiger sein, auf die wir uns auch sehr freuen. Er ist Partner und Leiter des Frankfurter Büros von Rautenberg & Company. Genau, Florian Nöll haben wir hier. Er ist Vertreter einer ganz großen Menge im Grunde, dem Bundesverband der deutschen Startups. Und hat deswegen auch, glaube ich, einen ganz tollen Einblick daraus, was sind so die Probleme der Startups, was treibt die um, wenn man in so eine Phase reinstartet. Ja, wir freuen uns auch auf Herrn Debjit Chaturi. War richtig? Ja, ich habe das geübt. Ah, da ist er. Genau, von Value Werkt. Genau, wunderbar, vielen Dank. Generell möchten wir die wir jetzt aufrufen, bitten, sich dort hinten hinzustellen, weil sie werden das merken, das wird einfach zu knapp hier vorne. Ja, also der Tillmann und ich, wir brauchen das ja schon komplett alleine. Ja, deswegen werden wir dann, genau, sie bitten, sich hinter den Tresen zu stellen. Und zu guter Letzt Frau Mertsch vom Hightech Gründerfonds, sie ist dort Relationship Managerin. Und eben, da ist sie genau, und eben auch dort dafür zuständig, den Kontakt zu Gründern, zu Startups aufzubauen, hat, glaube ich, auch einen sehr fundierten Überblick, sowohl aus Sicht der Venture-Kapitalgeber als eben der Startups, was so Bedürfnisse sind. Da bitte ich Sie alle hier auf die Bühne, dass wir das erste Panel beginnen können. So, wir haben wie immer das Prinzip der Verknappung, wie es bei Startups auch üblich ist. Wir haben nur 4 Mikrofone. Aber ich denke, das werden wir schon gemeinschaftlich demokratisch hinbekommen. Ja. Ja, also wir haben wie gesagt das Thema Gründen und Studium über diese Diskussionsrunde gestellt. Stehe ich Ihnen sehr im Weg oder geht das? Ja. Geht's? Ja, hier geht's so runter, deswegen sonst kann einfach ich springen. So. Ist nicht so hoch. Und deswegen geht auch meine erste Frage an Doris Ahn und ich formuliere es mal ein bisschen provokativ vielleicht auch. Aus meiner Sicht, wozu brauchen denn Gründer überhaupt eine Universität? Können die nicht direkt aus der Schule sagen, ich mache ein Startup auf? Warum ist die universitäre Bildung da auch vielleicht ein wichtiger Baustein für eine Gründung, für eine Existenzgründung? Was kann die Uni dazu beisteuern? Na, also nicht jeder Gründer braucht eine Universität und auch nicht jeder Gründer braucht eine Hochschule, sondern ich betrachte es umgekehrt. Die Frage ist, wie viel Potenzial ist an unseren Hochschulen, an den Universitäten und Fachhochschulen, um daraus auch neue Produkte, neue Verfahren, neue Dienstleistungen entwickeln zu können und letztlich vielleicht dies auch im eigenen Unternehmen, in einem echten Start-up, in einer Ausgründung aus der Hochschule. Also die Frage stellt sich meines Erachtens umgekehrt. Ich glaube nicht, dass man unbedingt ein Studium braucht, um erfolgreich ein Unternehmen auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, es gibt viele Leute an der Hochschule, die, wenn sie entsprechend unterstützt werden, ein erfolgreiches Start-up gründen können. Kann man denn aus Ihrer Erfahrung Dinge mitnehmen im Studium, die vielleicht für eine Startup-Tätigkeit dann stärker qualifizieren als andere? Weil sonst könnte man auch vermuten, man lernt viel trockene Theorie, aber keine Praxis. Wie ist das denn heutzutage an den Universitäten, gerade hier im Land? Also ich glaube, da muss man 2 Dinge sehen. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Natürlich ist ein Bereich für Neugründungen, den wir besonders in den Blick nehmen müssen, ist der technologische Bereich. Und das heißt, und das ist sicherlich ein Bereich, wo man zu einem hohen Anteil doch auch sehr gut ausgestattet ist, wenn man ein entsprechend naturwissenschaftlich-technisches, ingenieurwissenschaftliches Studium hat. Und das ist sicher ein Bereich, der in der Vergangenheit 10 Jahre zurückgeguckt, sehr wenig darauf ausgerichtet war, sich im Anschluss selbstständig zu machen. Und da es stärker hinzukriegen, dass naturwissenschaftliches, ingenieurwissenschaftliches Fachstudium vernünftig verbunden wird mit einem betriebswirtschaftlichen Begleitung, mit Instituten, wir haben hier an der Hochschule in Mainz eins, die sich um Unternehmenskultur kümmern und damit diese Dimension Selbstständigkeit zu verstärken, ich glaube, darin liegt schon eine große Chance und das ist in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden. Okay. Herr Nöll, Ihre Erfahrung vom Bundesverband Deutscher Startups in Bezug auf Hochschulen, ist das, erleben Sie da eine aktive Unterstützung auch, Entschuldigung, auch für den Verband? Also ich würde zustimmen, dass sich einiges getan hat in den letzten
10 Jahren jetzt. Dennoch schaffen wir es nicht, aus Hochschulen systematisch für die Forschungseinrichtungen mit dazuzählen, auch die Auftragsforscher von Fraunhofer und Co., schaffen wir es nicht systematisch, daraus Unternehmen hervorzubringen. Also Ihre erste Frage würde ich so beantworten. Hochschulen sind geeignete Orte, um Menschen zusammenzubringen, die ein hohes Potenzial haben, erfolgreich zu gründen und dann auch nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Das Lehrprogramm ist in der Regel überhaupt nicht darauf eingestellt, die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Und die Anreizsysteme gerade auch für die Wissenschaftler, für die Hochschullehrer sind völlig unzureichend, wenn es darum geht, sie anzuhalten, jetzt mal ein Spin-off zu produzieren, statt aus ihren besten Absolventen dann Doktoranden zu machen. Die sollten daraus lieber Unternehmer machen. Und dafür muss dann halt auch so eine Ausgründung genauso viel wert sein wie eine Publikation beispielsweise. Etwas, was Sie zum Beispiel in der Hand halten können oder anregen können. Und es sind so praktische Dinge, die wir machen müssen. Manchmal ist das Leben so einfach. Jeder Student hat einmal in seinem Leben das Antragsformular in der Hand für das Urlaubssemester. Da kann er ankreuzen, ich gehe ins Ausland, ich pflege einen Angehörigen, ich bin schwanger. Mensch, wäre doch super, wenn das vierte Kreuz ist, ich gründe jetzt mal. Und gerade im durchgetakteten Bachelorstudiengang hat man eigentlich keine Zeit, was nebenher zu machen. Also braucht man mal 1-2 Semester, um rauszufinden zu können, ob man denn wirklich das Studium zu Ende bringen muss oder ob man eher so tickt wie Zuckerberg, Gates und Steve Jobs und viele andere, die vielleicht mal gesehen haben, was in der Uni so läuft, aber das dann frühzeitig abbrechen und sich für die unternehmerische Laufbahn entscheiden. Herr Moritz, wie kann man denn den jungen Menschen die Angst vor einer Gründung nehmen, also die Angst vor dem Scheitern mit einer Gründung auch? Na, ich glaube, es hängt sehr stark auch mit der Persönlichkeit des Gründers zusammen. Also eine Angst vorm Scheitern ist per se ja gar nicht mal so schlecht. Also man muss schon irgendwo wirklich Erfolg haben wollen und muss auch schon wirklich ganz hart daran arbeiten, dass die Firma sich entwickelt. Die Angst vorm Scheitern, das hängt natürlich auch viel im sozialen Kontext damit zusammen, wie sehen andere Leute das, wenn man eine Firma gründet, wird man eher ermutigt oder kriegt man eher als Feedback, ah, das klappt doch eh nicht und das wird doch eh sehr schwierig. Da ist so ein bisschen manchmal in meinen Augen, vielleicht sehe ich das sehr plakativ, aber auch so ein bisschen die deutsche Mentalität manchmal schädlich, die eher kritisch ist. Das war vorhin schon ein sehr schönes Bonmot, also weniger Kritik, mehr Mut machen. Das fängt in der Familie an, das setzt sich im Freundeskreis fort. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt. In den USA zum Beispiel gründet man eine Firma und wenn man scheitert, ist das relativ normal. Das passiert halt und dann fängt man was Neues an. Und irgendwann klappt das mal. In Deutschland wird das eher gesehen, oh, er ist gescheitert. Es gibt auch den Begriff vom Verkaufen müssen im Deutschen, in der deutschen Wirtschaft, was ich immer wieder faszinierend finde. In Amerika kann man verkaufen, seine Firma, und hat das dann sehr erfolgreich hinbekommen. In Deutschland muss man verkaufen. Da spielt sich auch schon so ein bisschen dieser Mentalitätsunterschied wieder. Der ist wirklich schade. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr an der Universität oder an anderen Themen ansetzen. Ich würde eher an dem sozialen Kontext ansetzen, mehr Mut machen durch Freunde, Familie, durch die Gesellschaft, mehr Mut machen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Okay. Großes Motto. Frau Mertsch, Sie werben ja aktiv vor allem um Startups im Seed-Bereich auch mit dem Hightech-Gründerfonds und haben da sicherlich sehr viel Kontakt. Was ist denn Ihre Erfahrung? Muss man die Gründer ermutigen oder strahlt Ihnen da schon eine breite Brust entgegen, wenn die bei Ihnen antreten? Also ich sehe das so ähnlich wie Herr Moritz. Es ist schon so, dass es Gründerpersönlichkeiten gibt, Leute, die wirklich dieses innere Brennen haben, diesen Entrepreneurial Spirit, den man auch immer hört. Und ich denke auch, dass das sehr wichtig ist, diese Lust aufs Gründen und eben die Angst vorm Scheitern schon zu haben, aber eben auch zu wissen, es ist nicht schlimm zu scheitern. Das sind schon so Sachen, die kann man den Gründern auch als Investor ein bisschen mit auf den Weg geben. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Unternehmen scheitern, aber man kann so ein bisschen versuchen, die zu unterstützen, auf den richtigen Weg zu kommen. Und wir sehen natürlich viele Ausgründungen auch aus technologisch orientierten Bereichen, wo wir dann Forscher vor uns sitzen haben, die, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, 20 Jahre lang im Labor gesessen haben und jetzt gründen möchten. Und erstaunlicherweise gibt es auch unter diesen Forschern oder unter diesen technologisch orientierten Menschen Leute mit diesem inneren Brennen, die unbedingt was aufbauen wollen, die aus ihrem Unternehmen eben nicht nur eine Publikation machen möchten oder aus ihrer Idee nicht nur eine Publikation machen möchten, sondern mit ihrem Start-up, mit ihrer Idee die Welt ein Stück verändern wollen. Und das sind natürlich Leute, denen muss man teilweise die Angst vorm Scheitern gar nicht nehmen oder denen muss man auch nicht wirklich Mut machen, weil die den Mut von innen mitbringen. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die dieses innere Brennen nicht haben und da sind wir schon mal teilweise kritischer geworden, weil wir eben sehen, dass solche Leute bei der ersten Hürde direkt den Kopf in den Sand stecken und nicht mehr weitermachen wollen. Das ist schon so ein kritischer Punkt, aber da
stimme ich den anderen Rednern zu, muss es mehr Mutmacher geben, dass man es zumindest mal probiert. Okay. Herr Chaturi, für uns ist es immer spannend, Sie haben ja lange, übrigens, wir haben uns geeinigt, dass Sie in Englisch antworten dürfen. Sie sind zwar lange in Deutschland tätig gewesen für Infosys, aber Sie haben gesagt, das ist vielleicht für Sie ein bisschen einfacher und das ist natürlich kein Problem. Ich denke, es sollte allen hier gelingen, das mitzunehmen. Ich stelle die Frage trotzdem in Deutsch. Also Sie sind ja bei einem Unternehmen, das war technologischer Vorreiter auch, lange Zeit und im IT-Bereich und Hochtechnologieanbieter. Was ist denn aus Ihrer Sicht die große Herausforderung für Gründer, wenn Sie heute gründen im Bereich der digitalen Transformation? Was gibt es da für spannende Märkte? Woraus muss man gefasst sein? Sehen Sie da welche Megatrends, die Sie für Gründer relevant halten? Ja, danke. I just speak in English, weil mein Deutsch ist. Ich bin zu langsam in Deutsch. Ja. It's very difficult to say what are the megatrends. Because if I knew it, I would be chasing that. But I think what is very important right now is everything is becoming a lot more transparent, and everything is in the control of the client, of the control of the customer. So if you want to invest something, if you want to go and eat somewhere, if you want to take a taxi, nothing is any more. You cannot hide. Mm-hmm. As if you are Dave AS, you know, I was talking to the Dave AS guys yesterday. Till now, I never understood what Dave AS really does with my funds. You know, you invest money, but all that I think is eventually going to go, and things like Uber and all that will change that. It'll be more power to the public. So okay. That's one fund. And the other is big data. I think it's a big topic. We can't talk here right now, but I think big data will actually help us solve a lot of problems. I'm not talking about spying from the NSA and all that. I mean, that's a different issue. But big data to solve problems of medicine, problems of poverty, problems of health, problems of traffic congestion, I think these two will be the next big trends. Okay. Herr Chaturi, was würden Sie sich denn als Förderung für Startups wünschen, dass die Leute in die richtige Richtung kommen? Just to push them. Yes, I think the first is, as Ms. Anand said, it's education. I think education, especially in what we call MINT, Mathe, MINT-Fächer. Natural Sciences, because when I look at Germany, and I had a startup here, and I'm an investor now, you know, every young boy or kid wants to become a lawyer, or wants to become a consultant, or wants to become a banker, or you know, if I look at even something like Deutschland sucht den Superstar, you know, you have 100,000 bright kids who want to become a rock star, but if I try to find 5 good engineers, I don't find them. And and for me, I think education, really practical education, is very important. As they said, Mr. Aaron said, that this Angst vor Scheitern, there is no problem if you fail. That's the second thing. I think these two are very, very important to, as a society, to support. You know, as an entrepreneur in Germany, it's very difficult, you know. I cannot get... If I go to take a loan to build a house, I will not get it. But my employee will get it, you know. To be an entrepreneur in Germany is very difficult. And I think as a society, it needs to be supported more. Thank you. Ja, wir haben ja heute, vielen Dank. Wir haben ja heute ein sehr straffes Programm. Wir haben uns ja bewusst entschlossen, auf dem Vormittag zu gehen. Deswegen haben wir jetzt auch für die Panels eher einen toughen Zeitplan eingeplant. Und deswegen richte ich jetzt schon letzte Frage an Doris Ahn. Wir haben ja jetzt einiges gehört. Was ist denn das, was das Land Rheinland-Pfalz schon tut, um konkret diese Themen zu unterstützen aus dem Studium heraus? Ja, also ich glaube wirklich, man kann da anknüpfen. Es gibt eine Entwicklung in den letzten 10 Jahren. Wir fangen jetzt nicht bei Null an, sondern wir sind da gut vorangekommen. Ich will auch nochmal diese Eingangsfrage mit aufgreifen. Ich glaube, man muss das immer von zwei Seiten aus sehen. Das eine ist,
wie können wir Menschen erreichen und Menschen ermutigen und Menschen unterstützen, die sich vorstellen können, Unternehmer und Unternehmerin zu werden. Das ist der eine Strang. Das hat viel mit Bildung zu tun. Das hat viel mit Unterstützung der Studierenden in der Hochschule zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass wir inzwischen Gründungsbüros haben, die dann auch die Leute auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten und vieles von dem, was Sie gesagt haben. Der zweite Aspekt, wo wir natürlich auch ein Interesse dran haben müssen, ist, wir müssen auch ein Interesse daran haben, dass die Ideen und dass die Produkte und die Verfahren, die in Hochschulen potenziell entwickelt werden, ihre Umsetzung in den Markt finden. Weil wenn Sie sie nicht in Deutschland finden, finden Sie sie woanders. Und wir haben ein Interesse daran, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die natürlich erstmal für die Wissenschaft stehen, aber doch dann auch darauf systematisch untersucht werden, ob sie nicht geeignet sind, umgesetzt zu werden und dann auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen die beiden Stränge, Stützung der Unternehmerpersönlichkeit, der potenziellen Unternehmerpersönlichkeit, auf der anderen Seite aber auch wirklich ein systematisches Verfahren, um neue Ideen, Produkte, Verfahren und Dienstleistungen tatsächlich auch umsetzen zu können. Und da kommt natürlich dem wissenschaftlichen Fortschritt eine zentrale Rolle zu. Ja, in diesem Sinne, also herzlichen Dank Ihnen allen, vor allem Frau Ministerin Ahn, dass Sie sich Zeit heute Morgen genommen haben. Zu den Kollegen aus den Branchenverbänden und der Venture Capital Szene besteht ja jetzt in den Pitches ausreichend Zeit, nochmal Netzwerke zu betreiben und kennenzulernen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für das spannende erste Panel. Ja, wir kommen jetzt zum zentralen Punkt der heutigen Veranstaltung, der Startup Pitches. Und für diese möchte ich kurz die Startups auf die Bühne bitten, damit sie sich vorstellen können. Und zwar der Reihe nach die Julia Kasper von Holzgespür. Julia, ich habe dich vorhin schon gesehen, da bist du, sehr schön. Von datapass.to, die Sebastian Spieß. Ihr dürft vorne. Kommt mal. Da, genau, links vorbei. Den David Stuck von Bodycoach. BookMyCoach, Bodycoach, Entschuldigung. So schnell werden Geschäftsideen umgewandelt. Robin Balzer. Robin habe ich noch nicht gesehen, ich hoffe, er ist schon da. Ah, da ist er, super. Von Dabdicate. Und Till Carsten von Go or No. Da, sehr gut. Ein klassischer Quereinsteiger. Ja. Euch allen erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir gehen gleich in die Pitches. Ulla wird das gleich nochmal erklären, was dort passiert in den Pitches. An euch die Herausforderung, jetzt der klassische Elevator-Pitch. Wir würden gerne in 60 Sekunden von euch wissen, wer seid ihr, was macht ihr und was ist das Tolle an eurer Geschäftsidee, damit ich euch gleich den Pitch ansehen sollte. Fangen wir dir an. Dankeschön. Mein Name ist Till Carsten. Ich habe mit einem Geschäftspartner Jotima gegründet. Wir haben die neue Social Rating App Go or No entwickelt, mit der man schnell und einfach die Meinung und den Rat von seinen besten Freunden einholen kann. TripAdvisor, Facebook sind alle viel zu öffentlich. Da ist, sage ich mal, es gar nicht mal wirklich, wirklich privat mit seinen Freunden zu kommunizieren und deren wichtigen Rat einzuholen. Beispielsweise, wenn ich irgendwo in der Umkleidekabine stehe und ich interessiere mich für das neue Sommerkleid, steht das mir, steht es mir nicht, wir haben die Lösung. Guten Morgen auch von meiner Seite. Julia Kasper ist mein Name. Ich habe Holzgespür gegründet. Holzgespür ist ein innovativer 3D-Möbelkonfigurator. Wir haben eine einzigartige 3D-Visualisierung entwickelt, auf dem sich der Kunde sein Möbelstück, was aus hochwertigen heimischen Hölzern gefertigt wird, eben nach Maß anpassen kann. Und wir sind deshalb besonders, weil wir natürlich dem Megatrend Individualisierung auch folgen. Jeder möchte etwas Einzigartiges, Besonderes sein. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und heimische Hölzer. Rheinland-Pfalz gehört zu dem waldreichsten Gebiet in Deutschland. Darüber hinaus können wir haben eine familieneigene Tischlerei, eben echte Handwerksqualität und Premiumqualität dadurch liefern und sind nicht zuletzt durch den Online-Service eben komfortabel und bequem für den Kunden von zu Hause aus zu entscheiden, wie er sein Zuhause, seine eigenen vier Wände einrichten möchte. Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Spieß von datapass.io
Und was wir machen, ich habe heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, habe ich im Radio gehört, es geht jetzt wieder um Maut. Sowas gibt es auch im Internet. Und zwar die Carriage Provider, die die Daten ausliefern sollen, die führen ganz gerne mal Mautstellen auch ein, moderne Mautstellen. Und das Thema Netzneutralität hängt damit auch zusammen. Also die Daten sollen unverändert übertragen werden, alle werden gleich behandelt. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es bisher nur politische Lösungen zu dem Problem gibt. Aber wir haben eine technische. Und ja, ich würde Sie gerne, ich glaube, wir sind da hinten in dem Raum, dazu einladen. Und ich zeige Ihnen, wie diese technische Lösung funktioniert. Und ich erzähle ein bisschen mehr auch noch darüber. Und dann gebe ich mal weiter. Super. Ja, hallo. Mein Name ist David von Book My Coach. Wir haben identifiziert, dass Personal Trainer und Gyms genau drei Probleme haben. Zum einen eine sehr komplizierte Terminvereinbarung übers Telefon und über WhatsApp. Zum anderen sehr hohen Administrationsaufwand im Bereich der Barzahlung und der Rechnungserstellung. Und drittens gibt es immer wieder Produktempfehlungen, aber der Personal Trainer hat schlussendlich keinen Benefit. Für all diese drei Sachen verwendet aber der Personal Trainer im Durchschnitt ein Viertel seiner Arbeitszeit. Und da ist Book My Coach die Lösung. Wir betreten dann 60 Milliarden US-Dollar-Markt und haben es uns als Ziel gesetzt, bis 2018 5-6% zu gewinnen. Das ist ein solider Revenue von 43 Millionen. Und vielleicht noch ganz kurz, was uns von unseren Competitors abhebt. Zum einen haben wir bereits schon sehr starke Partner. Das ist der Bundesverband Personal Training und auch Personal Fitness, Deutschlands größtes Trainernetzwerk. Und zum Zweiten gibt es bei uns die User Accounts. Das heißt, wir schüren eine wahnsinnig hohe Business Intelligence. Big Data ist eben schon gefallen und können auch für Sportartikelhersteller ganz genau Sales Forecasts, aber auch Predictive Analytics bieten. Genau. Wir sind da vorne in dem Raum und haben zu Halloween einen besonders actionreichen Pitch vorbereitet. Bis später. Hello, I'm going to do this in English because my German is a bit slow and it's an elevator pitch. So, for the past decades, we've lived in a so-called throwaway culture. Clothing items have been more thought of as wrapping paper and less as reusable functional art. This is about to change. Hello, my name is Robin. I'm born here in Mainz. I've worked with startups in London, Tallinn, Silicon Valley, and I've now founded a platform to swap and share clothes locally. It nicknamed based on its compelling and simplistic user experience, Tinder for Closets. Thank you very much. Genau. Jedes dieser Startups bekommt von uns einen Mentor zur Seite gestellt und es gibt in jedem Raum genau einen Stuhl. Jetzt können Sie raten, für wen dieser eine Stuhl ist? Genau, für den Mentor. Es sei denn, es kommt jemand, der halt echt nicht stehen kann oder so, dann können Sie das mit dem Mentor ausdiskutieren, ob Sie sich dann vielleicht hinsetzen dürfen. Wir haben schon die ersten Räume gehört. Wir haben Holzgespür im Raum Revisionshalle. Das ist dort. Wir haben Data Pass in der Modefabrik, das ist dort hinten. Wir haben Book My Coach in der Zigarettenfabrik. Wir hoffen, dass da jetzt nicht heißer Qualm nur rauskommt. Im Fasslager ist da ist, der Robin Balzer ist im Fasslager und Go or No Go ist dort hinten der Raum. Genau, wir werden Sie rechtzeitig zurückrufen. Die Mentoren vielleicht noch kurz zugeordnet. Der Jens Moritz begleitet die Frau Kasper. Der Herr Chaudhuri begleitet bitte den Sebastian Spieß. Das ist er. Die Frau Herrmann geht zu Book My Coach, zum David. Und die Frau Mertsch bitte ins Fasslager. Und der andere Herr Moritz, wir haben zweimal Moritz, der Michael Moritz. Aber dann nicht verwandt, bitte nicht zum verwandt. Tilk Carsten. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Nein, soweit haben ich weiß, das? Soweit ich weiß. Genau, also der Michael Moritz bitte zum Tilk Carsten und der Jens Moritz bitte zur Julia Kasper. Und der Herr Krauter, der begleitet den Herrn Chaudhuri noch. Wunderbar, viel Spaß. Viel Spaß und viel Erfolg. Wir sehen uns in einer halben Stunde, 30 Minuten, 40 Minuten.